Einen wunderschönen guten Nachmittag aus Berlin. Ja, wir sind gerade wieder mit der ersten Sitzungswoche nach der Sommerpause gestartet und ich habe gleich gute Nachrichten für meinen Wahlkreis, genauer gesagt für den Stadtteil Poppenbüttel. Der Haushaltsausschuss hat gerade beschlossen, dass 105 Projekte, kommunale Einrichtungen gefördert werden und dazu gehört auch eine neue Sporthalle und eine Stadtteilhalle für Poppenbüttel. Ich freue mich sehr darüber. Ich habe im Sommer bei meiner Sommertour auch mit dem Sportverein dort gesprochen, der weitere Trainingsmöglichkeiten braucht. Ich war im Stadtteil unterwegs und überall wurde mir gesagt, Mensch, wir brauchen einen neuen Treffpunkt, wir möchten noch mehr uns auch betätigen, auch Sport treiben. Und jetzt mit dieser Förderung aus Berlin in Höhe von 1,45 Millionen Euro wird dieser Neubau also möglich. Ein guter Tag, ich freue mich sehr und sende viele Grüße nach Hamburg und vor allem nach Poppenbüttel. Tschüss!